Ja, wie jedes Jahr läutet Janine Schiller auch 2019 das Society-Jahr wieder offiziell ein. Und alles, was Rang und Namen hat in der österreichischen Society, hat sich bereits hier eingefunden im Wiener Hilton Hotel am Stadtpark. Und es wird geplaudert, es wird getrunken, es werden die Urlaubs- und Weihnachtsgeschichten erzählt. Also volles Haus, wie immer bei Janine Schiller. Wobei man eines nicht vergessen darf, es geht natürlich für den guten Zweck. Es werden Spenden gesammelt für Janine Schillers Charity-Projekt. Und ja, man kann nur sagen, gute Unterhaltung und auf in ein gutes Society-Jahr 2019. Janine, zuerst einmal möchte ich dir ein frohes neues Jahr wünschen. Was wünschst du dir denn selbst für 2019? Geld. Ich meine, jetzt nicht, für mich wäre es auch nicht schlecht, aber für meine Heime. Geld und auch fürs österreichische Projekt, wo ich habe bei der Krebshilfe, Mama, Papa hat Krebs. Und das ist so schwer. Und voriges Jahr war sehr schwer, 2018. Also ich bin in der Hoffnung, dass das 2019 besser wird. Aber du hast ja auch sehr gute Unterstützer. Das Modehaus Hämmerle, glaube ich, ist einer deiner großen Unterstützer. Es gibt schon. Modehaus Hämmerle ist sehr großer Unterstützer, schon seit 12, 14 Jahren. Es gibt schon, aber so wie früher ist es nicht mehr. Aber eins muss man dir erlassen, wenn du einlädst, kommt jeder. Wie schaffst du es immer, so viele Top-Promis zu deinen Events zu bringen? Das hat mich die Frau Russwurm auch gefragt vorgestern und hat gesagt, wie ich das schaffe. Naja, ich rufe sehr oft an, ich kümmere mich, schicke noch einen Monat vorher nicht vergessen, schicke noch 4 Tage vorher nicht vergessen, so, bin lästig. Die Promis ist ja nicht nur so wie hier zum Beispiel, wo sie kommen, gemütlich plaudern, was essen, was trinken. Die müssen ja bei dir auch arbeiten teilweise. Bei Hämmerle hast du immer im Herbst die große Modenschau und die stellen sich ja wirklich mit vollem Einsatz zur Verfügung. Wirklich, ja, die machen das für mich und für die Kinder und da bin ich irrsinnig dankbar. Hast du dir fürs neue Jahr Vorsätze gemacht, für dich persönlich jetzt? Na, für mich persönlich nicht. Vielleicht hätte ich mir gewünscht, dass ich gesund bleibe, unter Anführungszeichen. Sonst habe ich mir nur, wünsche ich mir halt für meine Kinder Gesundheit, für meinen Mann natürlich, aber vor allem wünsche ich mir eben, damit ich die Heime weiter so schaffen kann. Ich fange gleich an zu weinen. Aber wir werden das gemeinsam schaffen. Wir unterstützen dich, das weißt du seit eh und je. Und jeder Cent hilft, oder? Ja, jeder Cent hilft und jeder, ich sage immer so, egal wann jemand hat, 5 Euro oder 10 Euro, hilft auch. Also zum einen einmal Gott sei Dank läutet Janine Schiller das neue Jahr ein, weil sonst wäre ja gar nichts los hier in unserem schönen Wien. Was habe ich mir vorgenommen für dieses Jahr? Gesund werden, ich bin noch immer nicht ganz gesund, es steckt da noch immer ein bisschen was um, gesund bleiben und ja, einfach glücklich durchs Leben zu gehen, optimistisch zu sein und auch, wenn dir das Leben Zitrone schickt, bestell dir Tequila dazu, also in meinem Fall dann Rotwein dazu und runter mit der Pfütze und es schaut wieder alles viel besser aus. Und was hast du dir in der Liebe vorgenommen? Naja, ich meine, was soll ich sagen? Ich meine, die Liebe ist natürlich etwas sehr Schönes, keine Frage. Und ich bin ja momentan auch frei und es ist eine schöne Erfahrung, auch wenn man doch wieder sieht, und ich meine, ich bin jetzt auch nicht unbedingt jetzt so ein junges Dingerchen, aber es ist schon schön, dass man sieht, dass man doch als Frau schon auch wahrgenommen wird. Also ich meine, und da wird geflirtet und ich finde es irrsinnig schön und gut und kriege Einladungen, also so private Einladungen meine ich jetzt, ja, keine offiziellen private Einladungen, ich finde das total nett, ja. Bist du jemand, der ein Datum wie jetzt Neujahr braucht, um irgendwas zu verändern oder einen Vorsatz zu fassen? Oder ist das Datum nicht eigentlich egal? Wenn ich mitten im Juli sage, ich will jetzt gesünder leben, macht es keinen Unterschied, ob jetzt Neujahr ist oder Juli? Also ich glaube, dass das absolut so ist. Nur natürlich nach den Weihnachtsfeiertagen und nach dem Silvester und so hat man natürlich meistens ein bisschen dekadent gelebt, viel gegessen, viel getrunken, vielleicht auch zu wenig Schlaf bekommen. Und natürlich sind da die Leute besonders geläutert, glaube ich. An sich ist jeder Tag im Jahr gut, um irgendetwas zu beginnen, was sozusagen lebensverlängernd ist. Was würdest du denn für 2019 wünschen? Naja, ich muss sagen, theatertechnisch läuft super, dass das einfach so weitergeht, dass Familie gesund bleibt. Vielleicht der eine oder andere Drehtag mehr, das würde mich natürlich freuen, wenn sozusagen vielleicht das eine oder andere Filmprojekt kommt. Aber ich muss sagen, an sich bin ich recht zufrieden.